Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic. Schatten von Revan bzw. Aufstieg des Imperators auf Ziost. Letzte Folge haben wir hier direkt aufgehört und jetzt wollen wir auch noch die letzte fehlende Quest machen, die wir hier noch haben. Und dann geht's auch schon direkt weiter ins zweite Gebiet. Was ist hier? Achso, gar nichts. Achso, gut. Die Quest können wir hier annehmen bei diesen Typ hier, wenn man das schafft, darauf zu gucken, bei diesen Druiden. Ach genau, das war es mit dem Fluchtweg. Gut, das ist ja auch einfach. Wir weisen Ihnen den Weg zur nächsten Evakuierungszone. Also wir müssen jetzt so gesehen die Evakuierungsdruiden einfach an den verschiedenen Punkten aktivieren. Das war auch so eine Quest, die ich damals nicht verstanden hatte. Eigentlich ist sie aber ziemlich easy. Hoffentlich. Wenn ich jetzt noch weiß, wie sie geht. Aber Video LP hat es glaube ich auch relativ einfach geschafft. Ich hatte ja mal mit Video LP gezeigt, wie man hier auch nach der Story noch hinkommt, aber wie gesagt, keine Spoiler. Habe ich jetzt glaube ich schon oft genug gesagt, achso, ich muss ja erstmal einen Evakuierungsdruiden holen. Vielleicht muss er erst zu der Kiste da. So einfach bekommen wir nicht an so einen Druiden ran. Wir müssen ihn ja erstmal holen. Also die befinden sich überall in diesen Kisten hier. Jetzt haben wir zwar so einen Druiden jetzt bekommen. Und den müssen wir jetzt genau hier hinbringen. Da. Genau hier. 1 von 3. Das ist aber bei 3 von diesen Punkten machen. Welche Punkte wir nehmen, ist egal. Wir müssen einfach nur 3 verschiedene nehmen. Ich muss jetzt eigentlich gerade nochmal eine Kiste finden. Da unten ist eine. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch den Punkt da und dann den Punkt da. Also wie gesagt, es ist egal zu welchem Punkt ihr geht. Ihr müsst einfach nur zu irgendeinem von diesen Punkten gehen. Wie ihr seht, 2 von 3. Es ist eigentlich einfach, wenn man es verstanden hat, diese Quest. Aber ich muss sagen, die wird da wirklich sehr beschissen erklärt. Sie wird es eigentlich gar nicht erklärt. Okay, die gehören sogar zusammen mal zu einer Gruppe. Ja, und ich habe keinen Timer gestartet. Okay. Mal wieder so geil. Also typischer Folgenstart, wie ich ihn nur machen kann. Ich meine, aber das ist ja bei mir nichts Neues. Von daher nicht wundern. Ja, hä? Achso, ich habe ihn doch genommen. Habe ich gerade schon gewundert, hä? Wie lange dauert es, bis er den genommen hat? So. Fuck, ich war nicht dicht genug dran. So, jetzt. Und zack, jetzt haben wir es geschafft. Und sie werden sich diese eine Menge Gegner, wenn jetzt diese Eroberungsziel machen würde, mit dem Besieger so und so viele Gegner auf Ziost zum Beispiel, gab es ja mal auch mal. Hier kann man extrem gut farmen. Also kann ich euch nur raten, wenn ihr diese Quest habt, auch mit eurem 70er, mit eurem Ranger, geht ihr hin und farmt diese Gegner weg. Kann ich jedem nur raten. Doch, ich werde euch diesen Bug sogar zeigen, wenn wir dann am Ende angekommen sind. Nochmal, auch wenn ich die schon tausendmal gezeigt habe. Okay, jetzt ignoriere ich die Gegner jetzt einfach. Okay, ich hätte jetzt auch eigentlich schlau sein können, einfach hier oben drücken können. Und dann wäre ich nämlich direkt da gelandet, wo ich hin muss. Denn wir müssen jetzt nämlich wieder zum Abflugterminal. Das befindet sich anscheinend dort hinten. Aber ich könnte natürlich auch einfach das Sphärenticket hier benutzen und direkt dorthin fahren. Das werde ich jetzt auch direkt mal machen. Das wäre etwas Zeit sparen. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund von Zeitsparen. Ach nee, stimmt, wir spawnen ja wieder auf der Orbitalstation. Ah, wir kommen ja noch gar nicht ins zweite Gebiet. Wir kommen ja erst ins zweite Gebiet, wenn wir jetzt hier wieder reisen. Also, Abflugterminal, das zweite Mal. Dein aktuelles Missionsziel befindet sich im Zentraldistrikt von Neu Adasta. Ein Transporter steht zum Abflug bereit. Und ja, jetzt reisen wir nämlich nicht mehr zum Außenposten, sondern jetzt zum, ja, Zentraldistrikt. Es ist zwar so gesehen die gleiche Animation, aber wir fliegen jetzt woanders. Gut, die Animation ist gleich, jetzt nehmen wir gleich eine neue. Da, und das, wir werden das auch später noch einmal sehen, wir werden dann später nämlich nochmal woanders hinfliegen. Gut, die Animation war jetzt gerade ein bisschen verbuggt. Denn eigentlich hätten wir das Bild schon viel früher sehen müssen. Wir haben jetzt gerade nur die Landung gesehen. So, gucken wir mal, wie viele Quests es in dem Gebiet hier gibt, die wir machen müssen. Ist sogar gerade geöffnet, genau. Ach ne, hier gab es sogar mehr Quests, ach so. 1, 2, 3, 4. Also 4 Quests müssen wir hier machen. Davon waren glaube ich 2 annehmbar und 2 hatte man so. Einige von ihnen sind besessen. Es ist ein einziges Chaos. Sprecht ihr jetzt über ihre Entscheidungen oder eure? Verlieren wir das Ziel nicht aus den Augen. Egal wie schlimm die Lage noch wird. Wir müssen das hier ins Plan vereiteln. Okay, jetzt hätten wir hier schon mal eine der Quests. 25 Gegner müssen wir besiegen, das müssen wir dann natürlich auch machen. Weil ich ja gesagt habe, ich möchte alle Quests machen, dann zählen natürlich auch diese dazu.
So. Vielleicht finde ich darin ja etwas Nützliches. Ja, verborgene Tresorkiste. Hier gibt es nämlich auch noch mal was Kleines, was auch ziemlich einfach ist. Ihr müsst hier drei Codes finden. Und diese Codes befinden sich immer hier bei diesen Gardiner-Arbeitern. Das heißt, da müsst ihr immer scannen. Hier ist der erste Code. Der zweite Code. Und hier ist sogar noch ein Geschütz. Sogar zwei Geschütze. Und ich glaube, wo ist denn der dritte Arbeiter? Jetzt ist er da drin. Ich denke aber, der wird dann da drin sein. Vielleicht hinter der Theke oder so. Oder die Geschütze haben ihn gefangen. Nein, da ist er. Liegt auf dem Boden rum, okay. Die Kantine hier wurde wohl gestürmt. Was? Ist hier nicht genug dran, oder was? Ja. Besorgt die Tresorkiste, die befindet sich dann hier. Man sieht, ich kenne das alles größtenteils noch. Sicherheitsauslöser aktiviert. Oh, ja gut, das war jetzt gerade ein Fehler anscheinend. Die haben wahrscheinlich auch einen Diebstahlschutz bei ihren Kisten eingebaut. Ist ja auch ganz richtig so. Und ich denke mal, wir werden auch auf dem Planeten hier noch 70 werden, weil wir sind ja schon fast 69. Ich denke mal, nach den Droiden sollten wir 69 sein. Ja, nach denen wir sogar schon. Und dann kriegen wir noch den hier dazu. Ja, und dann 70 ist er dann auch nicht mehr weit. Ich denke mal, spätestens im letzten Gebiet sollten wir dann 70 sein. Besorgt die Tresorkiste nochmal. Okay, jetzt haben wir ja die Sicherheitsdinger da deaktiviert und zack, nächste Quest ist geschafft. Wie man sieht, ziemlich einfach. Ja gut, die Kantinearbeiter müssen wir jetzt leider hier liegen lassen. Irgendwo war ja auch noch so eine Quest mit Pfeilern. Genau, diese Quest müssen wir auch noch machen. Genau, die aktiviert sich auch erst, wenn wir die Pfeile aktivieren. Also wenn wir den ersten Pfeiler anklicken, aktiviert sich automatisch diese Quest. Und zack, da ist er. Hier. Es ist noch keine Zeit zum Sterben. Wir müssen drei von diesen Pfeilern aktivieren und dabei die Bürger retten. Warte mal, das sind noch Gegner, dann nehme ich die auch gleich mal mit. Wo ich glaube, dass die Quest sowieso nicht weggeht erstmal. Hoffe ich zumindest mal. Und das ist natürlich Quest, die man später natürlich nicht nochmal machen kann, weil man ja später die Story-Quest nicht hat. Weil für diese Quest braucht man ja zwingend die Story-Quest. Von daher sollte man sich diese Quest nicht aufsparen. Im ersten Gebiet gab es sowas nicht, da waren alle Quests annehmbar. Hier haben wir es auch mal so, dass wir manche Quests so kriegen, wenn wir zum Beispiel bestimmte Sachen aktivieren, wie zum Beispiel jetzt die Gegner besiegen oder halt dieses Ding hier aktivieren. So. Was ist das? Achso, da kommen wir zur Orbitalstation zurück, okay. Hier wäre Läufer 5. Ach nee, dann war es Läufer 1, den wir später sehen, okay. Also hier wäre Läufer 5. Und Läufer 1 ist dann der, den wir dann später sehen werden. Auch hier werde ich nochmal kurz bis ein paar Gegner besiegen. Wir müssen das ja sowieso machen. Alles okay. Ja gut, ein bisschen tun wir es nicht, aber ich möchte es tun, weil ich euch ja zeigen möchte, wie man theoretisch die Erfolge bekommen würde. Und für die Erfolge müssen wir es immer tun. Hier war dann direkt die nächste Quest. Hier bei der Krankenstation können wir das annehmen. Suche nach Überlebenden. Hier müssen wir zwei Dinge scannen. Also auch wieder mit dem Fernglas hier durchrennen. Hier ist das zweite Teil. Also auch das ist jetzt hier eine annehmbare Quest, die kann man auch später noch theoretisch noch machen. Ja. Und hier hätten wir jetzt auch noch die letzten zwei Pfeile. Oder Energierelais. Zack. Und schon bekommen wir einen Codex-Eintrag für Zerstörer. Gut, das hat jetzt nicht mit der Quest zu tun. Wir sind Stufe 3 der dunklen Seite geworden. Okay. So. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen scannen. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner den auch noch zählen. Ja, tun sie. Okay. Da würde ich sagen, scannen wir jetzt hier erstmal. Das erste, was wir scannen müssen, ist hier oben der Pfeiler. Der Notfallsender. Und das andere Teil, was wir noch scannen müssen, das befindet sich dann da hinten. Und ja. So, kurz einen Cut gemacht gehabt, sorry. Musste kurz ein neues Video in den Renderplatz tun. Schon erledigt. So, 10 von 25, aber das sollten wir eigentlich zusammenkriegen, weil wir in dem Bereich ja auch ein paar mehr Quests haben. Und nicht nur eine. Ich denke mal, das wird man auch für mehrere Quests tun können. Diese Quest hier, dass die nicht weggeht. Die soll hier nicht weggehen, die Quest. Das wäre ein bisschen blöd. Schon erledigt. Obwohl das so gesehen für den aktuellen Stand, wie gesagt, egal wäre. Aber machen möchte ich es dann doch gerne. Es gibt übrigens auch auf dem Planeten eine bestimmte Anzahl an Bossgegnern, die man auch für einen Erfolg machen muss. Also zusätzlich noch zu den Läufern. Einer davon befindet sich hier auf dieser Insel. Die kann man alle alleine machen. Insel kann man eigentlich schlecht nennen, ne? Auf der Plattform hier, die so abgeschnitten ist vom Weg her. Die schubse ich jetzt absichtlich nicht runter, weil ich die hier haben möchte für die Bonusquest. Oder für die Quest allgemein. Also, der würde sich hier befinden. Da sind solche Champion-Gegner hier, Lord Kandrex.
heißt der eine hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo die alle waren. Also einer, der gehört auch zu einer Quest, die man im nächsten Gebiet dann annehmen kann. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich weiß genau, dass ich damals alles von denen zusammenbekommen habe. Also hier wäre einer gewesen, ich besiege die jetzt nicht, das wird jetzt zu lange dauern. Hier wäre doch mal so ein Pfeiler gewesen. Ach komm, wisst ihr was hier? Gegner besiegen, komm. Dass wir die Quest fertig kriegen. Lasst uns neue Größe erreichen. Was gibt's denn dafür überhaupt Schönes? Ja gut, 24.000 EP und ein paar Credits. Nicht so viel, aber egal. Hier wäre auch nochmal so ein Pfeiler gewesen, also man hat hier ordentlich Pfeiler zum Platz. Falls hier mehrere Spieler sind, man sieht, sind hier gerade drei Leute auf Zeos und die müssen ja auch nicht unbedingt alle die Quest machen. Gut, das war jetzt ein Eroberungsziel. Okay. Meine Credits sind auch noch voll, so viel zu, ich wollte die noch abgeben, ne? Habe ich wieder wie immer nicht gemacht, natürlich. So. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner da drin auch zählen? Anscheinend nicht. Gut. Aber wir müssen hier so oder so nochmal was scannen für die andere Quest. Für diese hier. Suche nach Überlebenden. So, da hinten noch ein paar Gegner, das wäre natürlich jetzt ganz gut. Nee. Nur so ein großer, den will ich aber nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich die Quest weitermachen kann, wenn ich jetzt hier reingehe. Ich meine, ich weiß, dass da drin noch ein paar Gegner waren. Ach komm, ich gehe jetzt einfach mal kurz da rein und guck mal. Die Quest wird ja wohl nicht direkt weggehen. Aber ich weiß nämlich, dass hier noch irgendwo Gegner waren. Ja, oder auch nicht. Okay. Gut, dann fahre ich nochmal ganz kurz zurück und mach nochmal schnell die zwei Gegner. Das wird, sollte eigentlich fix gehen. Denn wegen zwei Gegnern möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht scheitern lassen. Und ja, hier sind ja schon die zwei, die wir suchen. Das sind nicht die Gegner, die ihr sucht. Ja, und da kommen natürlich noch ein paar dazu. Die kommen gleich wieder zurück. Ja, gut, fast zumindest. Und wie man sieht, wenn man die runterschubsen würde, würden die nicht zählen. Von daher auf jeden Fall nicht die Gegner runterschubsen, sondern schön oben lassen. Jetzt natürlich, ihr habt die Quest schon fertig. So wie ich jetzt. Perfekt. Und das wäre jetzt eine Quest für den Erfolg. So, diese Terminals, die brauchen wir später noch. Oh Gott, die sind auch schon wieder da. Ich habe doch gerade eben das besiegt, vor ein paar Sekunden. So, das hier geben wir dann nachher ab. So, bei der Quest gibt es auch einen ziemlich geilen Gag. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon war. Hier müssen wir jetzt nämlich diese zwei Generatoren deaktivieren. Das geht zum Beispiel so, indem wir einfach hier rangehen. Und hier bei dem gibt es einen richtig geilen Gag. Ich zeige den Gag euch gleich mal. Denn, ja gut, jetzt sind hier natürlich auch noch Druiden gewesen. Ich glaube, die hätten nicht dazu gezählt, ne? Weil das sind jetzt ja Druiden. Höchstens der hier hätte noch dazu gezählt. Aber da bin ich jetzt nicht sicher und ich wusste jetzt auch nicht, ob hier noch Leute kommen. Ob hier noch irgendwelche Gegner kommen. Also. Man sieht ja, dass der Strom, der kommt von hier. Von diesem Generator hier. Und natürlich wird das jeder Spieler denken, okay, dann muss ich doch diesen Energiegenerator deaktivieren, dann wird der hier deaktiviert. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was jetzt hier der Gag ist. Das hier. Wenn wir den jetzt nämlich aktivieren, dann kriegen wir nämlich einen Stromschlag, denn das war nämlich der falsche. Der falsche, der richtige Generator, wenn man nämlich auf die Karte guckt, sieht man das nämlich auch. Ja gut, nicht wirklich. Befindet sich hier so ein bisschen in der Kiste versteckt. Und ich glaube, das ist ein kleiner Gag von BioWare. Einfach nur so aus Spaß haben die einfach mal sich gedacht, wir tun mal da einen Fake-Generator hin. Für alle Spieler, die halt nicht auf die Karte gucken. Ja. Wenn man auf die Karte guckt, sieht man das auch. Aber ich bin da damals auch ehrlich gesagt drauf eingefallen. Diesmal natürlich nicht, aber ich habe es diesmal trotzdem ausgelöst, um es euch zu zeigen. Also ich bin nicht drauf reingefallen. Ich habe versucht, voll gesagt, euch zu erreichen, um euch zu sagen, dass das nicht gut ausgehen wird. Die Zeit fürs Lamentieren ist vorbei, seit ihr das orbitale Verteidigungskommandozentrum ausgeschaltet habt, Agent. Bei allem Respekt, ihr habt ja nicht gesehen, was vor Ort geschehen ist. Die Macht, die der Imperator hat... Das ist mir bewusst, Agent. Wenn ihr einen Bericht zum Sith-Geheimdienst oder dem SID habt, können wir reden. Aber ich werde mir sicher nicht von euch erklären lassen, wie ich einen Krieg zu führen habe. Verdammt, das ist übel. So kann man es auch sagen. Ich gehe davon aus, dass ihr alles mitgehört habt. Jedenfalls genug. Lan hat euch vertraut. Das ist unwichtig. Ihr werdet sterben. Ihr wisst, was mit Verrätern passiert. Wartet, das könnt ihr nicht tun. Ihr braucht mich. Ihr braucht meine Hilfe.
Ich weiß, dass ich die Lage verschlimmert habe. Wegen mir sterben noch mehr Unschuldige. Und das ist... Bitte, lasst mich euch helfen. Das hier ist noch nicht vorbei. Nein, davon bin ich auch nicht ausgegangen. Okay, öffne die Dämpferverriegelung. Alles klar. Was sagt die Zeit? Wir haben noch 5 Minuten Zeit für die Folge, das passt ja perfekt. Dann machen wir den zweiten Teil des Gebiets in der nächsten Folge dann. Ich denke mal, wenn wir jetzt vorhin auch nicht die eine Quest noch gemacht hätten, hätten wir das ja auch in einer Folge schaffen können, das Gebiet. Aber wir haben ja Zeit. So, fahre die Dämpfer herunter. Kann ich Gegner umfahren? Ja, kann ich. Dankeschön. Hier kann man auch schön auf die Kiste rauffahren. Ja gut, da vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ja, toll. Ein kleiner Druide und ich fahre dagegen. Dafür können wir hier rüberfahren. Also das macht uns Bioware gerade irgendwie... Habe ich das Gefühl, dass das absichtlich ist, dass man hier die Gegner nicht besiegen muss. Finde ich gut. Finde ich super. Das finde ich gut. Ich steuere sie, während ihr das Energienetz anpasst. So. Wenn alles soweit ist, können wir jedes Lebewesen auf neue Adaster betäuben. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Okay. Alles okay? Ja, mein Sith Lord. Das war Schritt 1. Ich gebe euch weiter Deckung. Okay. Die Gegner umfahre ich natürlich schön. Toll. Kann man da eigentlich hochfahren? Nein, kann man nicht. Das ist zu zerfetzen. Ich bin ja mal so ein Freund von Out-of-Map-Bugs. Ach, warte, ich muss aus dem Kampf raus. Scheiße. Gut, dann fahre ich erstmal ein bisschen weiter, bis ich die einen da loswerde erstmal. Ich glaube, so was hier noch irgendwo noch so ein Teil war. Genau, da. Das ist geschenkt. Von daher nehme ich das gleich mal mit. Ich habe endlich von Agent Kovacs gehört. Er sagte, ihr arbeitet zusammen an einer Lösung. Mehr und mehr unserer Truppen fallen in Vishiets Hände. Es beschränkt sich nicht mehr nur auf die Stadt, genau wie der Krieg. Das alles muss ein Ende haben. Entschuldigt, ich werde woanders verlangt. Quasi überall. Ja. Überall im Nirgendwo wahrscheinlich. Ja, jetzt hätte ich mir meinen Schubser besser aufheben sollen. Das wäre klüger gewesen, hätte ich die beiden jetzt runterschubsen können. Ich hätte es ja wahrscheinlich eh wieder versaut, aber... Ja. Try and error sozusagen. Wie ich es ja immer gerne sage. Okay, das ist genug. Okay. Noch mehr und die Dämpfer kriegen den Hauptteil der Entladung ab. Jetzt müssen wir nur noch die Notsicherung des Systems deaktivieren. Okay, ich würde sagen, hinfahren tun wir noch. Ach guck mal, hier ist sogar einer der Spieler, die hier sind. Jetzt sind sogar schon 5 Leute auf dem Planeten. Okay, erstmal gehen wir noch seine Quest jetzt hier noch schnell ab und dann fahren wir noch ganz schnell zu dem Ding sein, wo wir hinfahren sollen, zu der Tür. Und dann, ja, geht's dann nächste Folge weiter. Ah, welchen habe ich denn jetzt gepult? Ich würde die Quest gerne abgeben. Ja, jetzt entrinnen sie, ne? Jetzt kommt entrinnen. Alles okay? Ich bin immer noch im Kampf. Oh, das Bug Wars nervt mich doch jetzt nicht die ganze Zeit. Die waren doch gerade entronnen. Ich hasse dieses mit dem Entrinnen, wenn das rumbackt. Also ich mag es sehr gerne, wenn die Gegner abhauen, aber das soll es bitte auch nicht rumbacken. Oh, das ist da auch noch ein Heiler dahinter. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich jetzt wieder die ganzen Gruppen gepult oder was? So viel kann ich doch gar nicht gepult haben in der kurzen Zeit. Ich denke auch, dass ich in den Ferien, wie gesagt, kein Let's Play noch machen werde. Oder das auf die nächsten Ferien verschieben werde. Weil wir jetzt erstmal, würde ich sagen, dass hier erstmal die ganzen Erweiterungen, wo wir jetzt erstmal machen, das dauert ja alles seine Zeit. Und ja, jetzt kommt dann noch vorhin Empire und Eternal Throne und der ganze andere Kram danach und dazwischen noch auf uns zu. Da haben wir noch ordentlich was zu tun. Von daher denke ich mal nicht, dass wir da noch überhaupt noch irgendwas schaffen sollten. Also ich denke mal, wir werden vor Ende der Ferien auch nicht mit den Erweiterungen durch sein. Vielleicht wollt ihr das gar nicht hören, aber ich muss es euch sagen. Ich habe wirklich Respekt. So, ich sagen, hören wir jetzt hier auf und in der nächsten Folge gehen wir dann direkt hier rein. Anstand und Mitgefühl respektiere ich noch viel mehr. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, ich verstehe es. Aber was ihr jetzt auch verstehen müsst, ist, dass die Folge jetzt vorbei ist. Nächste Folge geht es dann weiter. Bis bald und ciao.